Achso, die Leute wollen jetzt noch einheizen und das Holz scheint am Ende zu sein. Gut, da muss man immer noch ein bisschen was schnurren woanders. Also ich habe gesehen, an der Säge liegt noch eine ganze Menge Holz und da werden sie wohl gleich noch was abzweigen. Ja, die alten Männer sind schon ein bisschen schwerhörig. Ja, die Jugend von heute ist auch schon ein bisschen schwerhörig. Hier, ach, die kennen wir ja sogar. Auf nach Brockstedt. Und dann muss ich jetzt nochmal alte Trecker angucken. Mit dabei heute. Also wir sind jetzt heute Vatertag noch in Brockstedt und alle bereiten sich vor für Volkmaß. Und hört mal hin. Guck mal, Jörg ist da. Mr. Bulldog. Jedes Jahr. Aber da noch mal reingucken darf er nicht. Einmal so. Aber das Rad ist nicht. Ich kann auch ganz schön schnell. So, hier haben wir 12,55 bei den Dampfmaschinen für den Transport in England. Hallo. Na? Er muss wieder nach Hause zum Melken. Okay. Thank you.
Hinterreifen. Wofür hat man hier eingesetzt? Moorrastigen Boden. Ach so. Also es sind keine Schneeketten. Wenn das schwierig matschig war, dann wurden die eingesetzt. Weil auf dem Moor nicht normalerweise, dass du breit hattest, dass du nicht... Fürs Moor auch nicht. Gut. Auf dem Acker. Danke. Ja, hat der Trinker den Opa. So, der Opa hat den Trinker gekauft. So, vielen Dank. So, ganz auf jeden Fall. Naja. Ja, meine Damen und Herren, auch jetzt wieder die Mutter mit ihren beiden Töchtern, die hier vorfährt und präsentiert hier einen Schlüter. Präsentiert hier einen Traktor aus Freising mit von Fabrikate ist es ein Schlüter 650 V. Das V steht für Vorderradantrieb und gefahren wird der Schlüter von die Leute wollen jetzt noch einheizen und das Holz scheint am Ende zu sein. Gut, da muss man nur noch ein bisschen was schnurren woanders. Also ich habe gesehen, an der Säge liegt noch eine ganze Menge Holz und da werden sie wohl gleich noch was abzweigen. So, ohne Holz fahren sie jetzt wieder zurück. Gewicht hat die Maschine auf und sieht einfach ein bisschen ein. Wollte sich eben vordrängeln. Ja, genau. Und
Ich hab gedacht, der sitzt die ganze Zeit da oben. Du. Nee, ich hab auch geguckt. Ich kann wo, den ja mal halten, oder? Deine Tochter hier. Wo ist der überhaupt? Ist das deine Tochter? Ja. Okay. Sieht gar nicht danach aus, ne? Oh, glaube schon. Ist ja doch. Kommt mir nach der Mutter. Weißt du, es ist ja Mädchen, ne? Zum Mann zuordnen ist manchmal schwieriger, ne? Ja. Oder zum Vater. Aber passt, glaube ich. Die Nase ist die gleiche. Echt? Nee, du hast eigentlich mehr... Mehr Stupsnase. Mehr die Seedorfer Nase hast du. Geht alles. Alles gut. Wollte gerade sagen, du hast gesagt. Oh Mann, jetzt muss das auch noch so regnen. Ja? Scheiße, ne? Ja, oh Mann. Ja, ist nicht so gut. Hast du eine gute neue Kamera oder was? Ja, die ist ja zugelegt. Oh, was kostet sowas? Das im Angebot. Tausende oder weniger? Ja. Weniger oder mehr? Tausende. Die hat 2000 gekostet. Ach, Scheiße. Die haben sie erstmal ausverkauft und ich dachte... Ich leg's mal zu. Ich dachte, wenn sie unter 1000 Euro kostet, dann kaufst du sie. Dann war sie die ganze Zeit für 1250. Ja. Das ist der heute hier ist. Es gibt noch ein paar, gibt das noch. Sie waren im Haar. Ja, ja. Ja. Der Ferrymann Weiden, ne? Der Motor. Aber die sind auch in Deutschland gewesen. Ja. 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 Ja, ja, Säge oder alles Mögliche. Aber wir haben ihn auf dem Anker gehabt. Aha. Und ich habe da selber mitgeflügt und ich habe auch gemäht damit, alles. Wie ich so klein war. Ja, ich weiß. D30 haben wir zu Hause. Ja. Ja, ist ein Eis, bei D30 ist er viel jünger eigentlich. Ja, der hat zuerst Porsche super gebraucht. D30 ist ja von den 60er Jahren. Ja, das stimmt. Dieser ist ja 50. Der hat ja in den 50er Jahren, hatte mein Vater den grünen Allgäuer Porsche. Ja. Das war unser erster Schlepper. Kennst du mal? Präsentiert hier einen Norman aus dem Jahre 1951. Dieser Schlepper ist ausgerüstet mit einem Norman Motor. Und der Kraftübertragung aus der Fiktive geht über Calvin. Meine Damen und Herren, bei einer Leistung von um 10 PS ist das ja nun kein Großschlepper, aber diese Schlepper waren ja im ersten. Ja, ich glaube halt, dass das der einzige ist. Weil ich weiß aber, wo noch einer steht. Das hört ihr nicht. Ja. Wenn man gleich schon vor Ort noch zum Norman, der kommt aus dem Jahre 1951. Ausgebaut mit einem Avent. Sehen wir hier einen Mittag 900 Turbo. Meine Damen und Herren, 1991, da hat leider die Firma Daimler-Benz diese Produktion der Entwicklung eingestellt. Noch heute werden die Maschinen in Ehren gehalten. Und meine Damen und Herren, die Beliebtheit dieses Schleppers ist nach wie vor ungebrochen. Zu den Daten ist im D-Truck 900 Turbo, kann ich sagen, dass der ein 4-Zylinder-Turbomotor hat. Mit einer Leistung von 90 PS, nämlich einen Schritt weiter, kam ja der 1000er mit 95 PS zu Anfang auf dem Markt und 6 Zylinder, aber hier verblockt ein 4-Zylinder, ausgerüstet mit einer Fronthydraulik. Und meine Damen und Herren, nach wie vor das Prinzip, 4 gleich große Räder, also als Truck,
Peter hat große Räder. Und als damals die MB-Trucks 1973 auf den Band gelegt wurden, sollte es eigentlich so sein, dass 60% der Teile aus dem Unimog stammen. Aber das hat man nicht so ganz hinbekommen. Ja, also der MB-Truck hatte schon seine Eigenarten, aber er hatte einen exzellenten Ruf bei den Landwirten. Und was ich eben schon sagte, heute sind die MB-Trucks wieder sehr gefragte Landmaschinen, Motoren auf dem Gebrauchwarenmarkt und werden wieder neu aufgebaut. Und auf denen wir hier sehen, gehen wir mal davon aus, dass der noch in Arbeit ist. Aber sehr gut erhalten. Der MB-Truck stammt aus dem Jahre 1987, ne? Und wird gefahren von Günther, Hans-Günther Lütt. Und der stammt aus Riemersdorf. Vielen Dank. Das dauert ja bei den Wettern, bis die da alle. Ja, ja. Ist erst 10 nach 2. Macht nichts. Alles gut. Okay. Gut, Vorsicht. Ja. Geh mal ein bisschen rüber. Na, er dreht verkehrt rum. Wenn du möchtest.
Schlepper, die dürfen sogar in den Ring rein. Wer hätte das gedacht? Genau so halt.
Also.